rechne einfach mal ein Zahlenbeispiel zu dem komparativen Vorteil, wie man das konkret ausrechnen kann. Gegeben ist folgendes Beispiel. Wir haben Inland und Ausland, wie wir es die ganze Zeit haben in diesem Kapitel. Wir haben zwei Güter, Käse und Wein, und wir haben für diese beiden Güter jeweils quasi die Arbeitskosten, die wir brauchen. Also das nennen wir dann die Arbeitskoeffizienten. Also Inland muss, um 1 Pfund Käse herzustellen, 1 Stunde Arbeit reinstecken. Und das ist dieses ALC, ne? A-Index LC. Das L steht für Labor und das C für Cheese. Und bei Wein ist es entsprechend ALW, also L für Labor, für die Arbeitskosten, und W ist dann für Wine. Und da sehen wir, dass Inland 2 Stunden aufbringen muss, um eine Einheit dieses Gutes zu produzieren. Ausland hat andere Arbeitskosten, andere Arbeitskoeffizienten. Ausland ist immer gekennzeichnet durch ein Sternchen in dem Buch, das haben Sie ja hoffentlich gelesen. Und Ausland muss 6 Stunden Arbeit reinstecken, um 1 Pfund Käse herzustellen, und 3 Stunden Arbeit reinstecken, um 1 Liter Wein herzustellen. Also was wir jetzt so auf jeden Fall schon sehen, ist, dass Inland, was die absoluten Kosten angeht, bei beiden Gütern kostengünstiger produzieren kann. Und wir wollen jetzt zeigen, dass es sich trotzdem lohnen kann, dass die beiden sich jeweils auf ein Gut spezialisieren und miteinander Handel treiben. So, die Tabelle, damit wir sie nicht vergessen, das habe ich jetzt mal da rechts oben hingeschoben. Aus der Tabelle können wir direkt die relativen Preise für Käse ausrechnen, also nichts anderes als der Bruch von dem durch das und von dem durch das. Und dann sehen wir eben, dass der relative Preis von Käse im Inland 1,5 beträgt und im Ausland eben 6 durch 3 ist gleich 2. Das sind die relativen Preise, und wir sehen, der relative Preis von Käse ist im Inland niedriger als im Ausland. So, und wie Sie auch wissen aus dem Buch, bedeutet diese Ungleichung, dass wenn der Weltmarkt einigermaßen im Gleichgewicht liegt, dann muss der relative Käsepreis irgendwo zwischen diesen beiden Werten liegen. Okay? Und um es uns einfacher zu machen, nehmen wir jetzt einfach mal im Folgenden an, dass der relative Preis 1 Liter Wein zu 1 Pfund Käse beträgt. Okay? Dass es quasi 1:1 getauscht werden kann. Und wir werden jetzt gleich zeigen, dass die beiden Länder sich in dem Fall dann spezialisieren und beide davon profitieren. Genau, Inland kann Wein im Verhältnis zur Käse gewinnen, indem es ihn entweder selbst herstellt oder indem es Käse herstellt und diesen dann gegen Wein eintauscht. Und wie das genau aussieht, schauen wir uns jetzt an. Inland kann ja mit einer Arbeitsstunde 1/2 Liter Wein produzieren. Das sehen wir einfach darin, dass wir wissen ja, um eine Einheit, um 1 Liter Wein zu produzieren, braucht Inland 2 Stunden. Das heißt, in 1 Stunde kann es 1/2 Liter Wein produzieren. 1 durch ALW ist dieses. In der gleichen Zeit, in der gleichen Arbeitsstunde, könnte Inland auch 1 durch ALC Einheiten Käse erhalten, nämlich 1 Pfund Käse. Dieses Pfund Käse könnte ans Ausland verkauft werden und dafür würde man 1 Liter Wein erhalten. Okay? Weil wir haben ja vorhin gesagt, dass der relative Preis, der Austauschpreis auf dem Weltmarkt 1:1 ist. Und wir sehen dann eben, dass Spezialisierung und Außenhandel sich hier, zumindest für Inland, auf jeden Fall lohnt. Denn ohne Außenhandel, haben wir gesehen, kann Inland mit einer Arbeitsstunde 1/2 Liter Wein produzieren. Ne? Das ist hier, wenn es quasi in-house produziert wird. Wenn Inland aber stattdessen Käse produziert mit dieser halben einen Arbeitsstunde, diesen Käse dann tauscht gegen Wein auf dem Weltmarkt, dann hat Inland auf einmal 1 Liter Wein ertauscht auf Basis dieser einen Arbeitsstunde. Und das ist eben doppelt so viel, wie wenn es im Inland produziert würde. Das heißt, Außenhandel lohnt sich für Inland. Und warum gerade Käse? Weil wir haben ja gerade gesagt, dass der relative Preis für Käse ähm,
Wir haben ja gerade gesagt, dass der relative Preis für Käse im Inland das hier geringer ist als der relative Preis für Käse im Ausland ist, ne? Das heißt, Inland sollte sich auf Käse spezialisieren und Ausland hat umgekehrt einen komparativen Vorteil bei Wein. Ne? Denn wenn das hier gilt, dann muss umgekehrt gelten, dass der relative Preis von die relativen Kosten von Wein im Ausland besser sind. So, lohnt sich Aushandel auch fürs Ausland? Ausland kann ja mit einer Arbeitseinheit 1 durch 6 Pfund Käse herstellen. Das sehen wir hier dran. 1 durch A Stern LC ist ein Sechstel. Okay? Alternativ kann Ausland auch ein Drittel Liter Wein herstellen mit dieser einen Arbeitsstunde, also 1 durch 3. Diesen Drittel Liter Wein auf dem Weltmarkt tauschen, 1 zu 1 und dann eben ein Drittel Pfund Käse erwerben. Das ist auch mehr als ein Sechstel Pfund Käse, also auch für Ausland lohnt es sich dann, sich zu spezialisieren und auf dem Weltmarkt zu tauschen. Ne? Also durch den Tausch haben wir ein Drittel Pfund statt ein Sechstel Pfund, wenn wir es selber herstellen, heißt Außenhandel lohnt sich hier also. Das war das Zahlenbeispiel.